Eine Vernissage der besonderen Art fand kürzlich in Bregarten statt. Die Gruppe Bregart Quilt entführt sie nun in eine Reise durch Tausend und eine Naht. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zur Eröffnungsvernissage und bekamen zauberhafte sowie liebevoll gefertigte Handwerkskunst im Pfarrzentrum Bregarten zu sehen. Hinter Bregart Quilt steckt eine Gruppe von 11 begeisterten Patchworkerinnen, die alle die Leidenschaft für den Quilt in sich entdeckt haben und in den unterschiedlichsten Werken zum Ausdruck bringen. Es ist sehr kreativ, von diesen ursprünglichen einfachen Patchwork-Wustern bis wirklich zu künstlerischen Dingen gibt es also keine Grenzen. Es ist alles möglich. Ich kann ein kleines Bild herstellen, ich kann ein Geburtstagsbillett herstellen, ich kann für eine Wand im Vorzimmer, in irgendeinem Zimmer farblich passend ein Wandbild machen oder ich kann eine Decke machen. Also Babydecke, Bettdecke, Doppelbettdecke, da sind keine Grenzen. Selbst die Queen war zu Gast und dies sogar in mehrfacher Ausführung. Alle freischaffenden Künstler, quasi Königinnen der Nadel, verewigt in einem Quilt. Sämtliche Mitglieder haben über ein Jahr daran gearbeitet, diese Ausstellung in ihrer Vielfalt zu ermöglichen. Denn der Entstehungsprozess eines Quilts ist ein besonders aufwendiger. Als erstes fertigt man die Vorderseite an, das ist das Top. Da schneidet man Streifen oder Quadrate oder Rhomben, was man halt für Muster ausgewählt hat. Dann, wenn die ganze Vorderseite fertig ist, dann wird das als Quilt-Sandwich gemacht. Das heißt, ich habe eine Vorderseite, ich habe dazwischen ein Vlies und ich habe einen ganzen Stoff als Rückseite. Und diese drei Stofflagen müssen verbunden werden. Und das geschieht mit Quiltstichen. Das ist das Quilten. Diese Verbindung der drei Stofflagen, das kann ich jetzt mit der Nähmaschine machen oder ich kann es auch händisch machen mit kleinen Vorstichen. Da kann man sehr schöne Muster dann machen. Und die kommen durch den Lichteinfall dann zutage oder schauen manchmal hervor und manchmal nicht. Dann muss ich den Quilt noch einfassen mit einem Binding oder einer Einfassung. Das ist der schmale Rand außen rundherum. Auch in schwierigen Lebensphasen kann diese Arbeit eine Wohltat sein. Für sich, aber auch für andere. Was mir besonders am Herzen liegt, das ist unser Projekt, die Herzen für die krebskranken Frauen. Also nach einer Krebsoperation gibt es ja Narben, die sehr schmerzhaft sind auf Druck. So ein Herz kann man eben unter die Achsel schieben und das mindert dann den Druck. Wir betteln immer um Spenden. Aus diesen Spenden kaufen wir dann die Patchwork-Stoffe, die vorgewaschen werden. Und da werden daraus die Hüllen gemacht. Die Füllung, die spendiert uns die Firma Hefel aus Käfermarkt. Und die Arbeit, die machen wir. Und geben tun wir die Kissen weiter an das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Es dürften, seit wir jetzt an diesem Projekt arbeiten, so über 2000 Kissen eben hingekommen sein zu den Barmherzigen Schwestern für die leidgeprüften Frauen. Seit 10. September läuft die Ausstellung hier im Pfarrzentrum Bregarten und jeder ist bis 17. September jeweils von 10 bis 17 Uhr herzlich eingeladen, vorbeizukommen und in die Welt des Patchworks einzutauchen. Ein riesiger Flohmarkt lädt zum Stöbern und selber probieren ein. Ich finde es wunderschön und es ist eine traumhafte Ausstellung wieder geworden. Dieser Zeitaufwand, der da dahinter steckt, das ist enorm. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man das im Detail sich ein bisschen anschaut, wie viel Liebe da dahinter steckt und wie viel Geduld und Zeit vor allem. Also sehr, sehr schön geworden. Ich würde das auch gerne können. Ja, vielleicht traue ich mich mal drüber. Ich bin fasziniert, was da alles gibt. Es ist wirklich abwechslungsreich, also wirklich jede Jahreszeit vertreten, jede Farbe. Für jeden Geschmack ist was dabei.